Zuerst mal habe ich angefangen zu schauen, wenn die heilig gesprochen wird, ist ja ganz interessant herauszufinden, was ist überhaupt ein Heiliger, was sind überhaupt Heilige? Ja, was heißt das, wenn jemand heilig ist? Und dann habe ich mal in die Wikipedia geguckt, die ja nicht gerade für Religionskritik bekannt ist, und die schreibt, als Heiliger wird ein Mensch bezeichnet, der als einer Gottheit besonders nahestehend, beziehungsweise als in religiöser und ethischer Sicht vorbildlich angesehen wird. Ah. Brockhaus, das hattest du nachgeschaut. Ja. Heilige sind Menschen, die in besonderer Weise Vorbilder, Lehrer, Bekenner oder Märtyrer des Glaubens sind. Die Katpedia, auch ein Quell der Weisheit, als Heiliger wird ein in religiöser Hinsicht verkommener Mensch bezeichnet. Also, Heilige, das sind in religiöser und ethischer Hinsicht vorbildliche Leute, sie sind religiös vollkommen, Vorbilder und Lehrer. Das klingt erstmal sehr rational und vernünftig. Das passt ja auch dazu, dass die Katholiken behaupten, ihr Glaube sei der einzig rationale. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ist das geschummelt, denn religiös vollkommen, Vorbilder und Lehrer, das ist nicht, was die Leute meinen, wenn sie das sagen. Damit eine Person als heilig erkannt wird, ja, erkannt in Anführungsstrichen, müssen nämlich zum Beispiel auch Wunder nachgewiesen sein. Das heißt, die Person, die für heilig erklärt, als heilig erklärt, erkannt wird, muss wundertätig sein. Ach, die wird gar nicht erklärt, sondern erkannt? Ich denke nicht, dass der Papst die Macht hat, jemanden wundertätig zu sprechen. Okay, aha, verstehe. Ja, ja, sondern du erkennst jemanden, der wundertätig war. Ja. Denke ich mir. Was weiß ich? Das ist immer das Problem. Deren System ist in sich widersprüchlich. Du versuchst da irgendeinen Sinn reinzubringen. Eine rote Strippe. Und mal funktioniert es, mal funktioniert es halt nicht. Ich habe es versucht. Ja. Cool. Ja, genau. Also dieses Wundertätigsein, das wird gerne hinter rhetorischem Gestrüpp versteckt, weil das für den rationalen Glauben ein bisschen peinlich ist. Ein Wunder, wenn man Wunder definieren will, dann kommt man zum Beispiel zu einem Wunder als das zeitweilige Aussetzen der Naturgesetze zugunsten eines Bittstellers. Was im Christentum nur Gott kann. Ah, das ist cool, das finde ich eine gute... Bittest also den Gott um was und dann sagt er, ja, na gut, den üblichen Lauf der Welt setze ich jetzt aus, erfüll dir deinen Wunsch und dann läuft die Welt wieder weiter wie bisher. Da gab es zum Beispiel, Papst Wojtyla ist ja heilig gesprochen worden vor ein paar Jahren. Und da gab es zum Beispiel, der hatte also zwei Heilungswunder vollbracht. Das war zum einen die Heilung der französischen Ordensschwester Marie Simon-Pierre. Die ist Mitglied im Orden die kleinen Schwestern der katholischen Mütterschaft. Und das ist kein Witz. Die hatte also ganz üble Lähmungserscheinungen an der linken Hand und an dem linken Bein. Und dann ist der Provinzarzt in Frankreich gekommen und hat gesagt, oh, das ist bestimmt Parkinson. Und die kleinen Schwestern verehrten also Johannes Paul und er sollte selig gesprochen werden. Und die war auf der Suche nach einem Wunder, die Kommission. Dann haben die Schwestern angefangen, ganz, ganz doll zum toten Papst zu beten. Und siehe da, die Lähmung war verschwunden und die diesmal Fachärzte kamen und fanden keinerlei Spur von der Parkinson-Erkrankung. Ein Wunder, ein Wunder. Ein Wunder herbeikonstruiert. Das ist ja wunderbar. Wunderbares Wunder. Gehen wir mal davon aus, die Frau hatte echt Lähmungserscheinungen und der Arzt hat gesagt, ja, das kann Parkinson sein oder was auch immer. Der zweite Fall ist sehr ähnlich. In Costa Rica gab es die Dame Floribeth Moradias. Die hatte auch ganz üble Lähmungen und hat doll gebetet und dann auch zu Papst Wojtyla gebetet und dann war die Lähmung weg. Und da gab es ein Filmchen von der Tagesschau. Da wird sehr unkritisch berichtet, sagt die Tagesschau, so etwas Außergewöhnliches kann nur ein Wunder sein. Und der katholisch-gläubige Hausarzt der Frau sieht das natürlich genauso. Sehr schön. Also es ist, wenn man das durchguckt, es sind oft so Sachen wie Lähmungserscheinungen, irgendwas, was genauso gut psychosomatisch sein könnte, weißt du? Und dann hast du möglicherweise ein Erlebnis oder irgendwas ändert sich die Situation, dann gehen die halt weg. Oder es gibt so Sachen, wo sich eine Gruppe von Leuten also abspricht, dass die irgendwelche Erscheinungen gesehen haben und wo niemand überprüfen kann, ob das so gewesen ist. Weil die waren dann zusammen auf irgendeinem Feld und haben gesehen, wie der Himmel aufbricht und die Sonne kommt. Und dann waren das 20 Leute, ja, und dann kann halt niemand
das widerlegen, dass sie das gesehen haben. Ne? Das gibt's auch. Ja, ja, stimmt. Aber selbst wenn man den Benefit of the Doubt gibt und sagt, na gut, wir nehmen das mal, was ihr sagt, als unwidersprochen hin, ist das immer noch unglaublich dünn, ja, um ja, daraus ja. auf ein Wunder zu schließen. Was zum Beispiel helfen würde, wenn Jahwe mal amputierte Leute heilen würde. Ich meine, dass da mal über Nacht ein Arm oder ein Bein nachwachsen zu lassen, das kann auch für einen allmächtigen Gott kein großes Problem sein. Und es gibt bestimmt ganz viele Kinder oder ganz viele Leute, die darum, inständig darum bitten, dass sie doch es ihnen doch wieder das amputierte Glied, die amputierte Gliedmaße, die amputierte Gliedmaße ja. Nachwächst. Aber das ist halt noch nie passiert. Warum? Ich denke, entweder findet Leute, denen was amputiert wird, sind selber schuld. Vielleicht ist aber auch bei fehlenden Gliedmaßen keine Fehldiagnose möglich, weißt du? Ja, dass zuerst der eine sagt, ja, verstehe. Das ist Parkinson und dann war es gar kein Parkinson. Ja, verstehe. Interessant ist aber auch, wenn man mal versucht, den Wirkmechanismus zu verstehen, gehen wir davon aus, dass mit den Wundern funktioniert so. Du betest zu Papst Wojtyla und der macht das dann. Ich habe darüber nachgedacht, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Meines Erachtens geht das nur, wenn der Heilige zwar tot ist, aber irgendwie bei Bewusstsein. Der Papst Wojtyla ist jetzt der tote Papst Wojtyla liest die Gedanken aller Menschen, insbesondere wenn sie dann halt vor seinem Grab, vor seinen Knochen, vor einer Glaskapsel mit seinem Blut beten. Und dann nimmt er das an ihn adressierte Gebet auf. Ich sag mal, oh Herr, ich bin gepeinigt von einer ziemlich kahlen Platte. Und dann spricht der bei Gott vor. Können wir da nicht was machen? Diese Person hat mich gebeten und so weiter. Und der Gott, der ist ja im Christentum der Einzige, der das kann, suspendiert dann die Naturgesetze und das Wunder geschieht. Das ist eine Vorstellung so wie auf einem deutschen Amt, ne? Dass der Vorzimmermann dann zum Hauptzimmermann geht und so. Das ist exakt so, wie ich mir das vorstelle. Oder wie die Katholiken sich das vorstellen. Ja. Das ist meines Erachtens der einzige Wirkmechanismus. Wenn man sich das so vorstellt, sitzt der Papst im Bürokomplex in seinem Büro und die Bittsteller schicken Gebetfaxe. Er guckt sich die an und läuft dann über den Flur zum Chef. Vielleicht. Ja, ich würde sagen, das ist eine coole Vorstellung. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, den Wirkmechanismus zu erklären. Aber ich meine, der Heilige muss bei Bewusstsein sein. Es könnte ja auch sein, dass der Gott so verschiedene E-Mail-Fächer hat. Also zum Beispiel ein Fach für jeden Heiligen und dann liest der Gott halt E-Mail-Fächer von seinen Heiligen durch. Ja, also wenn mein Chef das bei der Arbeit machen würde, würde ich mich aber ja, gut. Ganz schön beschweren. Aber du bist ja dann tot. Ja. Was für mich, wenn ich mir das angucke und wenn das irgendwie so funktioniert, dann muss ich sagen, wenn wir eine Chronojohn-Zeitmaschine hätten und könnten einen Senator aus der römischen Kaiserzeit herholen, dann wäre das für den ganz klar, dass diese katholischen Heiligen alle Götter sind. Der wird dann sagen, wird mit in die Kirche gehen und sagt, das ist ja schön, ihr habt ja auch ganz viele Götter. Stimmt. Genau wie wir. Stimmt, weil man die immer für verschiedene Zwecke auch so anbietet, ne? Anbetet. Genau. Ja, stimmt. Genau. Also spätestens hier ist dann vom Monotheismus nichts mehr übrig. Und das ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn die römische Reichskirche, also das, was jetzt die römisch-katholische Kirche ist, hat ja sehr, sehr, sehr viel von ihren Vorgängerreligionen übernommen, um dann den Übergang möglichst überzeugend hinzukriegen. Wenn ich meines Erachtens, das bisschen, was ich über die römische Kaiserzeit weiß, meines Erachtens sind die katholischen Heiligen deutlich göttlicher als zum Beispiel der göttliche Cäsar, der als Kaiser die Verkörperung der Romanitas war, also des Reichsgedankens. Und das war ja wenn wir uns erinnern, bei dem sich die frühen Christen geweigert haben, ein paar Gewürze zu opfern in der Hoffnung, dass sie dann von der Staatsmacht verurteilt werden und als Märtyrer in der Gemeinde gelten. Und heute machen die Nachfahren dieser Christen das halt mit sehr viel Inbrunst, dass sie diesen Göttern opfern. Ja. Wenn man sich das anguckt, die Wikipedia schließt dann damit und sagt, der Begriff der Heiligen ist religionswissenschaftlich nicht befriedigend definiert. Und das finde ich sehr höflich umschrieben. Also das ist... ist eine Anomalie ja. im gewissen Sinne. Ja, würde ich auch sagen. Insbesondere in einem Monotheismus. Ja. Gut, soweit zu was ein Heiliger ist. Wie sind wir denn in der Zeit? Viel zu weit voran, aber ich mache trotzdem. Hurra! Ich darf doch einen Monolog halten, oder? Ja, ja, ja. Oder nicht? Ja. Doch, doch. Na gut.
Wir sind beide dafür. Ja. Also, wer war denn jetzt diese Mutter? Mutter, ich habe mir Mutter Theresas Geschichte mal näher angeguckt. Ich habe.